Moin, herzlich willkommen hier am Samstagnachmittag zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap ohne Gräben Version 1.3. Mal gucken, vielleicht kommt ja heute noch die 1.4 raus an diesem Samstag. Werdet ihr in den nächsten paar Folgen aber trotzdem nicht sehen, weil diese Aufnahmesession ist natürlich vorher entstanden. Egal. Also denke ich mal. Ich hole gerade mal hier den Fendt vom Feld, der meine beiden neuen Felder gedüngt hat. Und fahre damit zurück zum Hof. Ja, die Big M versucht Ballen zu pressen, kriegt aber hier ständig durchdrehende Reifen, weil da natürlich überall schon irgendwie Ballen liegen. Vielleicht sollte ich die gleich erstmal aufsammeln. In der letzten Folge, in dieser selben Aufnahmesession, die ich also noch nicht unterbrochen habe, hatte ich Probleme mit dem Ballensammler zum Schluss. Aber ich glaube, dass sich da einfach nur irgendwas vom Lenkrad her aufgehängt hat, beziehungsweise von der Steuerung. Und ja, gucken wir mal. Gucken wir gleich mal. Erstmal mache ich den hier voll. Also, ne, dass hier wieder Dünger drin ist. Jo. Und ist voll. Ah, was ich ja jetzt neuerdings habe, wollte ja alles, was irgendwie so mit Düngetechnik und Saattechnik zu tun hat, wollte ich hier abstellen. So, da hinten habe ich schon eine von meinen Amazone-Seemaschinen abgestellt. Dann stellen wir mal die Düngersteuer. Stellen wir mal alles schön hier hin. Also alle. Alle, den einen, den wir haben. Gucken wir mal. So. Und was ich eben neu habe, was ihr jetzt gleich seht, das habe ich mir so nebenbei mal gekauft, sind diese beiden Überladewagen, die da stehen. Die, ich habe ja Überladewagen gesucht, mit denen ich vernünftig auch meine Amazone-Seemaschine befüllen kann. Und die, die da stehen, die können das. Die habe ich mir gekauft. Und da erstmal hingestellt, gleich zwei Stück, weil ich habe auch zwei Seemaschinen. Und ja, dann soll das wohl passen. Ja, ja, die anderen Seemaschinen, die bringe ich dann nach der nächsten Aussaat, bringe ich die dann mal darüber. Ja, das ist ja jetzt keine Eile. Muss ja nicht jetzt sein, aber... man kann, wenn man möchte. So. Big M hat durchdrehende Reifen. Gehen wir mal hin. Ja, vielleicht sollten wir mal eben Abfahrer entlassen. Und uns mal eben hier drum kümmern, dass wir hier, wenn wir hier irgendwie Ballen haben. Ja, ich wollte jetzt nicht die ganze Big M hier durch die Gegend tragen. So. Ja, jetzt bin ich in der Big M gefangen, auch nicht schlecht. Teleportiere ich mich mal ein bisschen. So. Ah, er läuft wieder. Ich habe hier gerade ein bisschen Mist gebaut. Ich habe aus Versehen viel zu früh mein Autoload-Skript wieder aktiviert. Und habe dadurch dann hier auf einmal angefangen, meine Silageballen wieder abzuladen. War natürlich in keinster Weise beabsichtigt. Jetzt muss ich erstmal die Grasballen hier wieder hinbringen. Und hier ein bisschen Ordnung machen. Ich hoffe, dass meine Maschine, also mein Fahrzeug dann gleich wieder vernünftig funktioniert. Weil damit hatte ich nämlich jetzt in letzter Zeit dann öfter mal Probleme. Dass auf einmal, wenn ich hier so ein bisschen mit dieser Game Extension rumgespielt habe, dass es dann auf einmal hier irgendwie andere Sachen nicht mehr funktionieren und meine Fahrzeuge nicht mehr richtig zu steuern waren. Vielleicht kennt ihr ja, wisst ihr ja den Grund oder so. So, was wir jetzt machen mit dem hier, also das brauchen wir jetzt natürlich nicht. Wir fahren jetzt erstmal nicht so dicht an die Silageballen ran, solange Autoload aktiviert ist. Und wir räumen erstmal hier hinten auf. Und
sammeln. Hier erstmal die Silageballen, ach, die Grasballen weg, damit dann der Big M hier weitermachen kann. Und wir irgendwann in diesem Leben dann nochmal mit fertig werden. Mit diesem Feld. Ja, das sind aber auch viele Ballen. Ich will vielleicht erstmal diese innere Reihe jeweils holen, die so näher an der Route ist, die der Big M gleich fährt. Aber dann haben wir jetzt auch erstmal, dürfen wir erstmal Gras und Silo, wenn ich sagen, bis ans Lebensende haben, aber vielleicht bis alles 19 haben. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall erstmal eine ganze Zeit. Ist da draußen eigentlich. Das wächst schon wieder. Ja klar, wir haben ja Fruchtwachstum an. Ja, haben wir gut zu tun, ey. Kann ich euch sagen. Zu tun. Ja, das könnte man auch ein bisschen großzügiger ausgestalten, finde ich. Ja, machen wir doch erstmal hier. Ist das viel? Unglaublich. Ist das eigentlich ein richtiges Silo? Kann ich da auch Getreide hinbringen? Wenn ja, das wäre der Knaller. Müsste man sich echt glaub, mal überlegen, ob das nicht hier der Haupthof wird. Nein, wird er nicht. Aber bietet natürlich auch für Multiplayer tolle Möglichkeiten zu sagen, was war eigentlich, was ich gerade gedrückt habe. Ach, nix. Oh, gut. Schön. Natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, komm, wir haben jetzt hier verschiedene Höfe. Ne? Einer macht hier unten den Rinderhof, einer macht den Haupthof. Ja, schon cool. Ja, ich bin jetzt etwas orientierungslos, wie ihr seht. Ich muss gleich auch erstmal wieder in die Big M und gucken, wo es denn lang geht. Ich meine, solange wie die Big M hier braucht, kann die eigentlich hier wahrscheinlich immer im Kreis fahren. Eigentlich.
Man kann hier Silageballen ohne Ende machen, weil das Feld dann schon wieder nachgewachsen ist, bis die fertig ist. Deshalb habe ich ja schon nicht alle Silageballen gemacht, sondern eben auch teilweise einfach jetzt wie hier Grasballen. Natürlich brauche ich Gras auch, aber brauche ich Gras eigentlich auch im Kuhstall? Ja. Also hier im Rinderstall meine ich. So, jetzt gehen wir erstmal eben in die Big M. Gucken, was die sagt. Oder der sagt. Ja. Wenn die dann auch mal mähen würde. Naja, nun nicht nur. Ja, geht doch. Mann. Das müssen wir aber ja zum Glück nur alle Jubeljahre mal machen hier. Boah, ist der dreckig geworden. So, komm, weiter. Wir essen zeitig, wie man so schön sagt. Aber ja, doch, ist ein Ende in Sicht, muss man sagen. Muss man sagen. Ja. Egal, komm. Hier durch. Ja, das. Oh. Achso, voll. Na gut, voll. Wo war die Einfahrt? Irgendwo war doch hier eine Einfahrt zum Hof da. Ja. Nee, doch. Muss auch noch mal besser sichtbar gemacht werden. Gerade im Dunkeln. Gibt es platzierbare Laternen? Muss ich nochmal nachgucken. Jawohl, und wieder ballen. Nein, nicht rückwärts, vorwärts. Ja, ich glaube, hier kommt noch mal so eins von diesen neuen platzierbaren Objekten von diesen Ballenlagern hin. Und jetzt gucke ich gleich erstmal, ob es irgendwie beleuchtete, ob es irgendwie Laternen gibt. Das platzierbare Objekte. Weil wenn ja, dann kommen nämlich hier welche hin. Schauen wir mal.
So, wo haben wir denn? Ja, platzierbare Objekte. Schade. Schade. Dann nicht. Dann nicht. Dann gucke ich da später mal nach. Ein anderes Mal. Ja, Mensch, unglaublich spannende Folgen. Ihr guckt zu, wie wir Grasballen und Silageballen einsammeln. Hammer, oder? Könnt ihr euch auf dem Samstagnachmittag was Spannenderes vorstellen als das? Wohl nicht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich wüsste nichts, was da spannender sein soll als das. Also absolut nicht, echt nicht. Vielleicht nicht das Interessanteste für einen Samstag, aber hey, muss gemacht werden, gehört dazu. Aber komm, jetzt holen wir jetzt die restlichen hier hinten direkt in einem Rutsch. Und dann sind wir doch tatsächlich morgen, spätestens in der zweiten Folge, sind wir durch mit Ballen sammeln hier. Knaller, würde ich sagen. Na leer. Auch die Ballen, die paar Ballen, die die Big M jetzt macht. Und dann sind wir hier safe. Ist doch sehr schön. Ist doch sehr schön. Da noch. Und dann passen da eigentlich noch zwei drauf. Die holen wir uns auch, sonst können wir nicht stapeln. Ja, und wir sind schon wieder voll. Aber das macht nichts. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like. Oder abonniert mich. Das würde mich alles freuen. Noch mehr freuen würde es mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und ich wiederhole nochmal meinen Aufruf aus der Folge von heute Morgen. Und zwar, also ich bin ja nun kein, ich würde mich niemals als Modder bezeichnen, das bin ich absolut nicht. Ja, ich spiele das Spiel, weil ich da Bock drauf habe, weil es mir Spaß macht. Und bin ab und zu mal dabei, vielleicht mal einen Mod ein bisschen anzupassen an meine Bedürfnisse. Und wenn ihr da irgendwas habt, irgendeine Idee, was ihr gerne sehen würdet, ja, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und dann gucke ich mal, was ich machen kann. Ob ich das hinkriege, dazu dann vielleicht auch so ein Tipps- und Tricks-Video zu machen. Und ganz allgemein, das sagte ich ja schon auch in dem Tipps- und Tricks-Video, das ist keine dauerhafte Einrichtung. Das ist auch nichts, was irgendwie jetzt einen gewissen Zeitplan folgt. Sondern ich mache ein Video, wenn ich mal wieder ein Thema habe, wo ich merke, da ist Bedarf in der Community. Die Leute sind interessiert, die Leute wollen das sehen. Und dann setze ich mich hin und mache vielleicht mal so ein Video. Das kann sein, dass dann vielleicht auch mal ein halbes Jahr lang nichts kommt. Je nachdem. Je nachdem, wie der Bedarf ist an diesen Videos. Und wie meine Zeit das erlaubt, überhaupt solche Videos zu erstellen. Ja, weil ich habe extrem wenig Zeit, um überhaupt zu spielen. Ich bin froh, dass ich gerade so dazu komme, hier meine Let's Plays
regelmäßig zu erstellen, dass ich hier regelmäßig veröffentlichen kann. Ja, ich bin also beruflich ziemlich eingespannt und muss deshalb häufig auch für viele Tage, für eine Woche oder vielleicht mal auch für 2 Wochen vorproduzieren. Dadurch bin ich dann auch vielleicht nicht unbedingt so aktuell immer, was die Version der Karte angeht. Na? Also das hier ist ja jetzt auch Version 1.3 immer noch von der Nordfriesischen Marsch. Und vielleicht kommt aber ja schon die 1.4 raus. Wer weiß. Werden wir sehen. Ja, in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal ciao.